willkommen zurück zu einer neuen Folge von Far Cry 2. Da wollt ihr nicht drauf schießen. So, dann zerlegen wir hier mal ein bisschen was. Da unten. Es wäre so schön, mal was zu erkennen in diesem Spiel. Zack. Sterbt. So. Ihr wart aber auch gerade, bis ich aus dem Zielfeind rausgegangen bin, oder? Ich dann mal wieder blicken lassen. Tata, tata, tata. Was war das jetzt? Durch selber gesprengt? Geld. Bisschen Muni. Wäre blöd, wenn die den Dings schon selber, also von sich aus gesprengt hätten. Aber das ist ja noch ein gutes Stück. Echt noch ein gutes Stück. Bam, bam, bam. Da kommt eine Rakete. Bitte aufhören damit. Dachte, warum liegt hier ein Boot rum? Aber es liegt halt ein Boot rum. Das wäre dann der Wachposten hier. Dem der jetzt ja ausgeschaltet ist, können wir da auch mal gemütlich dran vorbei. Mal hier hochlaufen. Da oben wird es wahrscheinlich irgendwo sein. Die hatten ja, glaube ich, irgendwas von dem Hügel gesagt. Lassen Sie mich erklären. Alles wird zeitversetzt gesendet. Ein Zensor überwacht alles. Ohne seine Zustimmung können wir nichts senden. Da. Oh, loslassen! Lies mal bitte vor. Schön, von mir aus. Aber es wird niemand hören. Wir unterbrechen diesen Song für eine wichtige Mitteilung. In unserer Mitte ist ein Eindringling. Die Krokodile haben einen Spion ins Land gebracht. Der Mann tarnt sich als Gesundheitskommissar. Er ist hier, um unsere Brunnen zu vergiften. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen diesen Spion aufhalten. Sofort. Sein SUV ist auf dem Highway südlich von Velegol. Er darf die Wüste nicht erreichen. Ich habe getan, was Sie wollten. Okay. Gehen Sie. Soll ich dich jetzt noch umlegen? Nein. So, da oben wäre jetzt der
Generator, den jagen wir mal noch in die Luft. Alles klar. So, ich glaube, das hier ist das einzige Auto hier mit Automatiksteuerung, wo das tatsächlich Sinn macht, dass wir halt nicht schalten müssen und so. Gut, dann auf zum Highway. Ups. Noch so. Warte, mit dem können wir hier runterfahren. Das sollte ja funktionieren. Guck mal, kommen wir hier außen rum. Sehr schön. Und auch relativ schnell voran. Jupp, das sieht gut aus. Wie weit ist es denn bis zum Highway? Oh, geht so. Achso, Speicher nicht vergessen. Dann heizen wir mal schnell darüber. Und hoffen wir, dass wir ihn noch ein bisschen aus der Klemme helfen können, unserem guten Freund. Bist du auch von uns? Scheint mir fast so. Nein, ist sie nicht. Okay. Scheiße, Sanitäter! Hinterhalt, aufpassen! Ach, das ist doch nicht mal eine Frau. Du lebst noch. Okay. Kurz Leben holen. Ja, das wird jetzt hier so nach und nach zerlegen. Ja. Das Feuer. Ich will da jetzt mal bei Gelegenheit raus. Da ist er, okay. Nettes Ende, Mann. Die erste Runde geht auch nicht. Gut, dann könnt ihr mal alles wegbrennen. Ich hoffe mal, du gehst da rechtzeitig raus. Und ich fahre jetzt mal wieder zum Bahnhof zurück. Ist ja eigentlich nur noch hier mehr oder weniger geradeaus. Ich glaube, das war wieder der, der so unglaublich weit weg lag.
Also quasi am Arsch der Welt. Ja. Wo weit und breit nichts mehr ist. Es gäbe ja auch ein Safe House nebenan. So, und gucken wir nochmal gemütlich hier rum. Dann bin ich mal gespannt, was es noch für Aufträge gibt. Was wir jetzt noch wie alles zerlegen müssen. Hatte ich aber schon, wie gesagt, hatte ich ja schon mal gesagt, irgendwie, es zieht sich für mich jetzt doch ziemlich in die Länge, das Spiel. Also das hätte man, das ist doch alles mehr oder weniger das Gleiche, das hätte man doch deutlich verkürzen können. Ich arbeite es jetzt auch nur noch ab, um es halt durchzuspielen. Aber das war, storymäßig hat es mir, wie gesagt, dann wurde es danach dann doch deutlich besser. Sieht man auch mal wieder, es lohnt sich ja meistens, die Spiele wirklich dann der Reihenfolge zu spielen. Oft hören die Entwickler ja drauf, was es an Kritik gab, oder verbessern sich halt im Laufe der Zeit. Zumindest bei den meisten Spielen. Und schauen wir mal nach, was gibt es denn jetzt noch Schönes? Sagen, den Auftrag holen wir uns noch in der Folge und gucken mal, wo das hinführt. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Wie sieht's denn aus? Yep. Wieder APR. Ich hab das Gefühl, die haben irgendwie jetzt mehr Aufträge gehabt als die UFL. Oder kommt mir das nur so vor? Kleinen Moment. Los, fass mich an. Keine Waffen, Arme ausstrecken. Ist riskant. Wieso riskant? Es trifft doch nicht unsere Leute. Sie sind nicht in der Lage, einen Krieg mit einem anderen Land anzufangen. Wer redet denn von Krieg, Mr. Creeps? Sie nehmen das zu wörtlich. Wir sind nicht verantwortlich für diesen schrecklichen Vorfall. Nein, wir werden für die bedauernswerten Opfer dieser Tragödie beten. Es wird uns vereinen. Ein Afrika, verstehen Sie? Es muss jetzt geschehen. Zu viel Unruhe auf den Straßen. Es wird den Menschen wieder zeigen, was wichtig ist. Ich weiß ja nicht, ne? Unser Freund ist zurück. Vielleicht helfen Sie uns, das hier endlich. Oder gibt's noch einen Akt 3? Ah, ich kenne Sie. Sie sind schwer zu vergessen. Das heißt, Sie können mit Sprengstoff umgehen. Wir brauchen jemanden, der eine große Pipeline stilllegt. Bantuwe verkauft Trinkwasser an unsere Nachbarn. Die UFLL darf nicht vom Leid unserer Leute profitieren. Die Pipeline wird einen kompletten Systemausfall haben. Und zwar bald. Selbstverständlich haben wir mit sowas nichts zu tun. Ein unabhängiger Söldner muss das erledigen. Am anfälligsten ist die Leitung bei der Baustelle. Vom See aus, etwa 200 Meter landeinwärts. Aber gehen Sie zuerst zur Temo-Diamantenmine und holen Sie sich etwas TNT. Die Mine liegt auf feindlichem Gebiet. Das wird keine einfache Mission. Greaves ist besorgt. Er denkt an die Menschen, die das Wasser brauchen. Aber wir sind im Krieg. Leid ist leider unvermeidlich. Es ist für ein höheres Ziel, für ein stärkeres Afrika. Das Geld ist hier. Sie finden den Sprengstoff in der Sprenghütte bei der Diamantenmine und die Zielpipeline bei der Baustelle. Alles klar. Viel Glück. Das sowieso. Und ich würde mit dem Schlimmsten rechnen. Tue ich doch immer.
Speichern wir nochmal kurz und warten auf einen Anruf. Na? Meldet sich doch keiner. Gut, dann... Ja, da lohnt sich der Weg zum Busbahnhof. Aber vielleicht meldet er sich ja, wenn wir das TNT haben. Das könnte halt auch sein. Mal da runter. Den brauchen wir. Okay, dann fahren wir da nochmal raus und da hinten ist das dann. Okay, wir kriegen zumindest mal einen schnellen Wagen. Juhu! Dann mal los! Heizen wir mal wieder durch die Gegend. Ich glaube, hier unten war ich aber auch wieder oft bei dem Depot. Es fiel ja in der unteren Ecke, wie passiert die letzten Folgen. So, Platz machen bitte. Danke. Das lasse ich jetzt auch mal gerade sein hier mit dem Diamantending. Obwohl, ich könnte es vielleicht mal mitnehmen, dann nervt es mich nicht mehr beim Rumfahren. Ich überlege gerade, kann ich abkürzen, wenn ich jetzt hier rüber fahre. Dann hier kurz rein. Dann da links irgendwo raus. So zum Beispiel. Ich glaube, das geht sogar. Wie schön. Da wäre praktischerweise sogar noch ein Unterstufe. Den nehme ich mal gerade noch mit. Zum Ende der Folge. Ich bin doch genau drauf. So, danke dafür. Sehr freundlich, sehr freundlich.
Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und dann sprengen wir ein wenig Zeug in die Luft. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.